Ja, da werden Erinnerungen wach. Oh, das waren immer Erinnerungen, lecker. Da hat man sich schon mal gefreut, wenn man krank wurde. Auf den Hustensaft. Auf den Hustensaft. Hallo, ich bin Steffi. Hallo, ich bin John. Willkommen bei Frequent Couple. Und zu einem neuen Review für Versace Dylan Blue. Woo! Ja, der Duft ist aus dem Jahre 2016. Mhm. Und ist ein Eau de Toilette. Mhm. Ja, geliefert wird der Duft in dieser kleinen schnuckeligen Verpackung. Da haben wir eine 30 ml Flasche. Ja, kannst du den dir mal direkt auf die Haut sprühen? Gerne. Sauge. Meine Augen! Meine Augen! Meine Augen! Und, was würdest du sagen, wie riecht der? Hustensaft. Hustensaft? Nee, voll lecker. Und zwar frisch aquatisch. Ja. Was sind da die Noten? Die Noten haben wir schon mal rausgeguckt. Also die Kopfnote ist Bergamotte, Grapefruit, Feigenblatt und aquatische Noten. Hm. Herznoten sind Veilchenblatt, Pfeffer, Papyrusholz, okay. Ambrox und Patchouli. Und die Basisnoten sind Moschus, Tonkabohne, Safran und Weihrauch. Cool. Ja, der riecht sehr, sehr bunt, ne? Also sehr viele verschiedene Noten, viel. Das riecht man. Ja. Definitiv. Und der ist halt, der erinnert mich ja wirklich immer, wie gesagt, an diesen Hustensaft von früher. Hm? Voll lecker. Da werden Erinnerungen wach. Oh, das waren immer Erinnerungen, lecker. Da hat man sich schon mal gefreut, wenn man krank wurde. Auf den Hustensaft. Auf den Hustensaft. Nee. Fantastisch. Ja? Ja. Wo würdest du denn jetzt einordnen? Für welchen anders? Ich würde sagen, es ist so ein Allrounder. Total Allrounder, ne? Mhm. Also den kannst du echt für alles nehmen. Ja. Für Arbeit, Date, alles, was der Mann so hat. Im Leben. Arbeit und Date. Arbeit und Date. Ja. Echt gut, ne? Ja. Nee, wirklich. Jahreszeitenmäßig kann man ja dementsprechend auch sagen. Kann ich eigentlich auch. Fürs komplette Jahr. Ja, ja, also da kann man Frühling, Sommer finde ich natürlich ganz nice wegen diesen aquatischen Noten, denke ich. Ja. Das ist ganz cool. Und ja. Ja, Haltbarkeit ist eigentlich auch gut. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten den mal im Laden getestet. Mhm. Und öfter, ne? Öfter, ja. Schon oft, ja. Und da hat er dann nach dem Waschen das T-Shirt immer noch danach gerochen. Ja, ja. Genau. Sehr, sehr, sehr viel drauf gemacht. Nach dem Wäschewaschen wohlgemerkt, ne? Ja, genau, ja, nach dem Wäschewaschen war das immer noch an T-Shirt dran. Immer noch dran. Ja, konnte man das immer noch wahrnehmen. Also qualitativ echt hochwertig, ne, muss man sagen. Hält lange. Ja. Also länger wie andere Versace-Düfte. Hm. Ja. Ja. Nice. Wie würdest du den bewerten? So von meinem geistigen Auge gebe ich dem Ganzen mal diese Note. Eine 8? Okay. Ja, finde ich stabil. Weil der mir gefällt, weil der sehr vielfältig ist und man den auch echt gut einsetzen kann. Was hast du jetzt bezahlt für die Flasche? Ich hatte das ja in einem Set gekauft. So, in so einem Bundle, ne? Genau. Zum einen der Versace Dylan Blue 30 ml und den Versace Bourhomme für 30 ml. Was habe ich bezahlt? 46 Euro. Also 23 Euro. 23 Euro, ja. Das ist aber okay. Ist okay für die Größe. Kann also man machen. Bekommt den in der Größe auch teurer. Mhm. Na, ich wollte ihn jetzt mal da haben für die Sammlung und für euch natürlich. Na klar. Und da ist es halt immer blöd, wenn man sich dann direkt die 200 ml Flasche kauft. Ja, das, kauft, das stimmt. Wir wollen ja ein bisschen Variation reinbekommen. Da sind die kleinen Flaschen dann schon besser. Ne? Also von daher eine 8 finde ich eigentlich ganz stabil. Ja. Ich würde dem Duft eine 9 geben. Cool. Ne, gerade weil der halt so flexibel einsetzbar ist. Ja, das stimmt. Ist es halt ein totaler Allrounder. Man kann Date tragen, Arbeit und so weiter. Und so weiter. Was der Mann halt noch so hat der im Mann. Leben. Naja, ich finde auch für Altersklassen, muss man auch mal sagen, geht der eigentlich für alle fit, ne? Ich würde ihn jetzt eher für Jüngere nehmen. Also bei einem älteren Mann kann ich den mir doch, nicht. Kann ich mir nicht auch, vorstellen. Kann ich mir den auch vorstellen, ja. Also, was ja, doch, würde ich schon. Ja, ist halt wirklich ein Allrounder sehr, halt, ne? Sehr guter Allrounder, der Versace Dylan Blue. Ja. Habt ihr den Duft? Kennt ihr den Duft? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.